Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Mira. Und wir machen heute einen Dulce de Leche No-Bake Cheesecake. Der geht wieder sehr schnell, ist total einfach und unglaublich lecker. Ich habe mich heute für einen Oreo-Boden entschieden. Ihr könnt ihn aber auch sehr gut mit einem Butterkeksboden machen oder mit einem Vollkornkeksboden. Auch sehr lecker. So. Wir fangen damit an, dass wir die Oreos häckseln. Ihr könnt die entweder in so eine Häckselmaschine packen wie ich oder ihr könnt die einfach in einen Gefrierbeutel schmeißen, den gut verschließen und dann draufhauen, bis die Kekse zerkrümelt sind. Die Kekskrümel kommen wieder zurück in die Schüssel und dazu kommt geschmolzene Butter. Umrühren und ab in die Form. In der Zeit, in der wir die Füllung machen, stellen wir den Boden schon mal in den Kühlschrank, damit er fest werden kann. Für die Füllung brauchen wir natürlich Dulce de Leche. Das könnt ihr entweder einfach im Supermarkt kaufen. Das ist so eine Karamell-Milchcreme. Gibt es eigentlich fast in jedem gut sortierten Supermarkt. Oder ihr könnt Dulce de Leche auch ganz einfach selber machen. Das ist nämlich überhaupt nicht schwer. Ihr kauft euch dafür einfach eine große Dose Milchmädchen, diese gesüßte Kondensmilch. Und die packt ihr ins Wasser und lasst sie dort köcheln. Wichtig ist, dass die Dose immer mit Wasser bedeckt ist. Und dort lasst ihr sie dann so für 3 Stunden vor sich hin köcheln. Und danach, wenn ihr die Dose rausnehmt und natürlich ein bisschen abkühlen lasst, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt, dann habt ihr Dulce de Leche. Die Dulce de Leche Creme, die vermischen wir jetzt mit Frischkäse und etwas Vanilleextrakt. Eine Zutat fehlt uns aber für unsere Füllung noch, und zwar Schlagsahne. Die ist besonders toll, um das Ganze noch ein bisschen fluffiger und cremiger zu machen. Die schlagen wir jetzt steif und heben sie dann unter unsere Masse. Die Füllung ist fertig und muss jetzt nur noch in unsere Form gegossen werden. Und der muss jetzt für ungefähr 4 Stunden wieder in den Kühlschrank, bevor ihr ihn servieren könnt. Ich habe den No-Bake-Cake jetzt schon mal aus der Form gelöst. Grundsätzlich ist das ein eher cremigerer No-Bake-Cake, der wird nicht ganz so fest. Falls ihr ihn aber doch lieber etwas fester haben wollt, ist das kein Problem. Dann stellt ihn einfach nochmal für 1/2 Stunde ins Tiefkühlfach, dann wird er auf jeden Fall fester. Und jetzt, finde ich, müssen wir den noch ein bisschen garnieren, weil so sieht er etwas langweilig aus. Das könnt ihr machen, wie ihr mögt, zum Beispiel mit Nüssen oder mit geraspelter Schokolade oder mit etwas Karamellsoße. So, dann schneiden wir uns mal ein Stück raus. Und fertig ist unser Dulce de Leche No-Bake Cake. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schaut euch auch die anderen Videos an und bis ganz bald. Mmh.